Was wir hier gerade hören, ist die beginnende Weihnachtsaussendung des Längstwellensenders Grimeton, der zweimal im Jahr reaktiviert wird. Und das ist ein fast 100 Jahre alter Maschinensender, der UNESCO-Weltkulturerbe ist, weil er der letzte seiner Art ist, der noch funktioniert. Das Geknacke ist der Weidezaun, den ich hier mitempfange. Worauf es gerade ankommt, sind die Morsezeichen. Als Empfänger dient diese Rahmenantenne mit ungefähr 800-900 mm Durchmessern. Im Prinzip ist das eine große Luftspule. Unten ist ein Parallelkondensator, um den auf die Sendefrequenz abzustimmen. Also die Sendefrequenz beträgt 17,2 kHz. Und als Empfänger dient die Soundkarte, weil 17,2 kHz auch im Basisband der Soundkarte liegen. Leider, wie gesagt, das Geknacke hier vom Weidezaun.